Olympia bei der AfD-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, meine Damen und Herren, die uns zuschauen, gerade war sie noch im Morgenmagazin. Jetzt hat sie Gelegenheit, sich mal darzustellen. Katrin Ebner-Steiner, Spitzenkandidatin der AfD in Bayern. Frau Ebner-Steiner, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Danke. Ja, Sie sind diejenige, die in Bayern die Spitzenkandidatin ist. Wir wollen den Menschen mal kennenlernen, bevor wir in die Sachthemen kommen. Es bleibt nicht verborgen, Sie sind Mutter von 4 Kindern. Sie sind in dem jungen Alter von Mitte 40. Was hat Sie denn bewegt, in die Politik zu gehen? Naja, ich habe das Buch Sarrazin, Deutschland schafft sich abgelesen. Und da habe ich einfach gemerkt, in unserem Land, da läuft was grundlegend schief. Es war nicht nur die Eurokritik, sondern auch die zunehmende Zuwanderung nach Deutschland, die ja 2015 ganz massiv eingesetzt hat. Und da habe ich mir gesagt, das ist keine Zukunft für meine Kinder. Da haben meine Kinder keine gute Zukunft. Und deswegen habe ich gesagt, gehe ich als Mutter in die Politik. Und man muss ja sagen, Deggendorferin, Sie erfreuen sich ja großer Beliebtheit. Ich komme ja selber aus dem Nürnberger Land, so weit sind Ah, wir ja. ja nicht entfernt. Ja, Ihre Themen, wenn Sie jetzt, Sie werden ja bei den richtigen Umfragen, stehen Sie ja hervorragend da. Wenn man das ZDF und andere Indoktrinationen sieht, dann versucht man ja da ein paar Prozent wegzunehmen. Wo liegen denn Ihre Hauptmerkmale? Jetzt mal speziell für Bayern, denn das ist ja für die Landtagswahl entscheidend. Also speziell für die Landtagswahl ist natürlich die Migration unser Hauptthema. Dann ist aber auch noch die Inflation, also die Teuerungsrate und dann Bildung, selbstverständlich, weil das ein Landesthema ist. Lassen Sie mich auf den Landtag kommen. Sie waren unmittelbar zugegen in Ingolstadt, als dieser, wie schreiben die alle, Vorfall. Es ist schon erstaunlich, Frau Ebner-Steiner. Es wird von einem Vorfall gesprochen und Sie gestatten, dass ich die neueste Meldung mal vorlese, Ja, sehr die gern. nicht über den Ticker, sondern die wir direkt aus Berlin bekommen haben. Nach Vorlage des Arztbriefes durch das Klinikum Ingolstadt wird bestätigt, dass durch die Untersuchung bei Bundessprecher Tino Chrupalla ein Nadelstich am rechten Oberarm nachgewiesen werden konnte. Des Weiteren sei intramuskulär eine Infektion mit einer noch unbekannten Substanz erfolgt. Die kriminaltechnische toxologische Analyse dauert an. Sie haben hinreißend geschildert, wie Sie es wahrgenommen haben, aber wie nehmen Sie das wahr, wie die Medien, die gängigen Medien, ich schließe das Fernsehen ein, ich nehme Fokus, ich nehme Spiegel, alle wie sie sind, die Süddeutsche Zeitung, wie gehen Sie damit um, von einem Vorfall zu berichten? Ja, das ist eine gefährliche Saat, die da aufgegangen ist, ne? Man muss auch sagen, bei der Veranstaltung gab es auch eine Gegendemonstration und da war nicht nur der DGB mit dabei, sondern auch alle sogenannten demokratischen Parteien, also CSU, Freie Wähler, FDP, SPD. Und es ist eine gefährliche Saat, die jetzt hier aufgegangen ist und der Innenminister tut so, als wäre gar nichts passiert. Ja, er kommt seiner Aufgabe eigentlich gar nicht nach. Im Grunde müsste er Konsequenzen tragen, weil er seinem Job einfach nicht gewachsen ist. Ja, wir haben auch gebeten, dass er unsere Veranstaltungen und unsere Kandidaten besser schützen soll, aber da hat er überhaupt kein Interesse dran. Nun muss man zu dem Innenminister Herrmann sagen, er hat in der Welt, und wir dürfen es den Zuschauern mal einspielen, das, Ja. was er in der Welt gesagt hat. Nach dem Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Co-Parteichef Tino Chrupalla in Ingolstadt hat Bayerns Innenminister Herrmann der AfD schwere Vorwürfe gemacht. Es sei erschreckend, so der CSU-Politiker wörtlich, wie infam und hinterfotzig die AfD im Landtagswahlkampf versuche, aus den Vorfällen Kapital zu schlagen. Ja, Frau Ebner-Steiner und liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Unser bayerischer, meiner ist es nicht, ich hätte nicht gewählt, der bayerische Innenminister Herrmann sagt, er hält es für infam. Und dass es ausgenutzt wird, hier der Vorfall Tino Chrupalla. Man muss ja Folgendes sagen, das, was uns nach dem jetzigen Bulletin der Ärzte vorliegt, hätte es ja durchaus eine Situation sein können, die über das Maß des Lebensbedrohlichen hinausgegangen wäre. Wie erleben Sie den Innenminister Herrmann im Landtag? Sie sind ja, sitzen ja im Landtag, Sie erleben ihn ja dort. Frau Ebner-Steiner, die Zuschauer erwarten ja noch ein Mindestmaß an Menschlichkeit. Ja, der... Sagen wir mal, er ist ein sehr arroganter Zeitgenosse, der einfach nur in seinem Horizont lebt, ja.
Also mit der AfD, da kann er nicht viel anfangen und anscheinend auch nicht mit dem, dass wir auch eine ganz normale Partei sind, dass wir alles Menschen sind und dass wir auch eine Menschenwürde haben. Da hat er anscheinend nicht so viel Verständnis dafür. Die Situation, muss selber mal nachschauen, ich komme gerade, am 5. Oktober, Ja. Donnerstagabend, hatten wir erlebt, dass eigentlich alle Öffentlich-Rechtlichen über die AfD berichtet haben, aber so, dass man sagt, das ging über das Framing hinaus, sondern das geht wirklich, dass man sagt, kannst du nicht wählen und da ist dies und da ist jenes. Ja. Erleben Sie, dass es eigentlich in der Art und Weise der Argumentation, lassen Sie es mich so sagen, an Primitivität eigentlich nicht mehr zu überbieten ist? Ja, selbstverständlich. Und das sehen wir ja seit Jahren, dass so mit uns umgegangen wird. Also es ist einfach unsäglich, wie die Politik, aber auch die Medien mit uns umgehen. Und das kann so nicht weitergehen. Und ich denke, der Angriff auf Tino Chrupalla war ja Angriff auf unsere Demokratie. Und von daher, wenn Sie sich schon demokratische Parteien schimpfen, dann sollten Sie jetzt mit der AfD zusammenstehen und sollten diesen Vorfall lückenlos aufklären. Nun gibt's vom Udo, den Udo Jürgens, der von mir sehr geschätzte, Gott hab ihm selig, das Haus, dieses ehrenwerte Haus. Kommen Sie sich manchmal so vor, dass man sagt, man weiß nichts? Denn man muss ja eines sagen, wir haben ja ein Publikum monatlich Millionen. Und viele, die dann irgendwelche Dinge uns schreiben, die schauen wir uns dann an, es sind wenige, aber die dann schreiben, das kannst du nicht wählen und. Und wenn wir dann fragen, warum? Dann muss man sagen, dann leben die bloß von den Überschriften, anstatt den Menschen mal anzuschauen. Ja. Erleben Sie, dass das langsam bröckelt, wenn Sie unterwegs sind? Ja, also der Zuspruch, der ist enorm. Ich habe ja jetzt unheimlich viele Wahlkampfveranstaltungen in ganz Bayern gemacht, dass in Niederbayern die Stimmung gut ist, das ist natürlich klar. Aber auch im gesamten Bayern. Also die Menschen kommen zu uns, sie umarmen uns, sie sagen, Mensch, toll, danke, dass ihr das macht. Das ist aber auch unheimliche Verantwortung auch für uns, die wir da auch. Also es ist einfach schön, wie die Menschen zu uns kommen. Sie erzählen uns von ihren Sorgen und Nöten. Wir nehmen diese Sachen dann auch auf und platzieren das dann im Parlament. Da merkt man, das ist ein Zusammenspiel schon. Ja, und man sieht es jetzt auch an den Umfragewerten. Und ich bin mir sicher, dass wir sehr gut abschneiden werden bei dieser Wahl. Nun ist ja jemand, Hubert Aiwanger, Ja. die Betrachtungsweise ist eher oberflächlich. Ich fange jetzt nicht mehr mit der Flugblattaffäre an. Lassen Sie Nee. uns das einfach, das ist egal. Das 35 Jahre zurück fangen wir nicht an. Nee. Aber auch hier vergisst man, dass Hubert Aiwanger eigentlich derjenige war, der seinerzeit, was die Corona-Maßnahmen anging, wo übrigens das Oberverwaltungsgericht Leipzig gesagt hat, dass die nicht rechtmäßig waren. Ich erinnere mich an den Großvater, der um 22:15 Uhr seine Enkel nach Hause gefahren hat, aus Sorge, 500 € Strafe zahlen musste. Ich erkenne Hubert Aiwanger, ich weiß nicht, wie ich ihn bezeichnen soll, aber eigentlich ist er ja jemand, der Markus Söder am Leben hält mit seiner Partei. Selbstverständlich, er ist der Mehrheitsbeschaffer für Markus Söder. Er hätte ihn niemals fallen lassen können. Und man muss sagen, er ist ja in Anführungsstrichen ein treuer Knecht. Er macht ja auch wirklich alles mit, was Herr Söder haben will. Sie haben es gerade angesprochen, die Corona-Erpressungsmaßnahmen. Da hat er ganz brav mitgemacht. Aber auch das Abschalten der bayerischen Atomkraftwerke, Herr Umweltminister Glauber, Sie haben nichts dagegen unternommen, die Freien Wähler. Oder können wir zum Thema Bildung auch ein Ministerium, das den Freien Wählern gehört? Auch dort, wir haben 4000 Lehrerstellen unbesetzt. 25% der Kinder können nach der 4. Klasse nicht mehr richtig lesen. Das sind einfach zuständig, die sind Bayern unwürdig. Und von daher muss man sagen, also diese Regierung wirtschaftet Bayern ab und da muss jetzt mal ein frischer Wind rein. Ich habe lange Zeit in Rottach-Egern gelebt, in der Nähe von Wildbad Kreuth. Ja. Ich habe seinerzeit Strauß-Zeiten noch miterlebt. Hören Sie manchmal, dass er sich im Sarg wälzt und dass es knarrt? Ich denke es mir. Sag mal, all die guten Sachen, die Franz Josef Strauß für Bayern gemacht hat, das ist mitunter auch der Grund, warum viele Menschen heute in Bayern noch CSU leben, weil Strauß einfach eine gute Politik gemacht hat für unser Land. Er hat geschaut, dass die Automobilwerke hierher kommen. Er hat uns mit günstigem Strom versorgt durch die Kernkraftwerke. Das sind alles Dinge, die aber jetzt Söder komplett umgekehrt hat. Mit dem Verbrenner aus, mit dem Abschalten der Atomkraftwerke, mit der illegalen Massenmigration. Das sind alles Dinge,
die Franz Josef Strauß so nicht vertreten hätte. Und ich denke, Franz Josef Strauß würde heute bei der AfD stehen und nicht bei der CSU. Die Zuschauer schreiben uns an, vielleicht können Sie den Zuschauern helfen. Markus Söder hat Frau Merkel den höchsten bayerischen Verdienstorden verliehen. Die Zuschauer fragen, warum. Können Sie helfen? Nee, da bin ich sprachlos. Ganz ehrlich, es ist mir unerklärlich, wie man dieser Frau den Bayerischen Verdienstorden verleihen kann. Ich bin auch nicht hingegangen zu der Verleihung. Es ist einfach unglaublich, was diese Frau mit unserem Land gemacht hat, wie sie das Erscheinungsbild der Städte verändert hat, wie sie die Staatsfinanzen ruiniert hat. Es ist unerklärlich, warum er das gemacht hat. Aber wahrscheinlich findet er es gut. Nun ist es ja immer, ich bin selber ja Unternehmer seit 41 Jahren, Wirtschaftsingenieur. Nun wird ja immer gesagt, wenn die AfD an die Macht kommt, regiert, Herr Fratscher zum Beispiel, der ja mit seinen Prognosen oft fehl liegt, dann würden A, keine Arbeitskräfte mehr nach Deutschland kommen, Fachkräfte, und die deutsche Wirtschaft würde abwandern. Aber helfen Sie den Zuschauern, was haben wir denn im Augenblick für eine Situation, ohne Naja, dass es Sie ist ja ihr so, dazu tun? es ist so, dass im Moment die deutschen Fachkräfte abwandern aus Deutschland und dass wir Probleme Wegen Ihnen? haben. Wegen der AfD? Wegen Nee, der sie wandern AfD? nicht wegen der AfD ab, sondern sie wandern wegen der hohen Steuer- und Abgabenlast ab. Und genau deswegen kommen auch keine Facharbeiter, hochqualifizierte aus dem Ausland rein, weil wer möchte schon in Deutschland arbeiten bei dieser Steuer- und Abgabenlast, bei der Wohnungsknappheit und natürlich auch wegen der Sicherheit. Auf Deutschlands Straßen ist es nicht mehr sicher für Frauen und Mädchen und von daher mag auch keiner nach Deutschland einwandern, das ist ganz klar. Jetzt noch eine Frage. Haben Sie den Amerikanern geholfen? Joe Biden hat ja ein sogenanntes Inflationsprogramm mit 370 Milliarden Dollar aufgelegt und es wandern ja viele deutsche Firmen dort ab. Sagen Sie, hat die AfD damit was zu tun? Nee, gar nicht. Man muss einfach mal, gestatten Sie, dass ich so süffisant frage, weil man eigentlich sagt, sagt mal, für wie dumm haltet ihr den Menschen mit einem normalen Bildungsstand? Also das ist schon erstaunlich, was sich da vollzieht. Ja, Bevor ich natürlich. Sie. Ich wollte noch was sagen, wenn man jetzt nach Österreich schaut, da ist ja in vielen Landesregierungen ist die FPÖ mit vertreten und ich sehe jetzt da nicht, dass die wirtschaftlich so schlecht dastehen würden oder dass niemand mehr nach Österreich fahren würde. Also von daher, das ist einfach nur ein Schreckgespinst, das die Altparteien hier verbreiten. Da ist nichts dran. Mir fällt spontan ein, Markus Söder hat der Innenministerin Faeser, Spitzenkandidatin in Hessen, Gott bewahre, hat vorgeworfen, dass man die Geldleistung doch auf Sachleistung umstellen sollte. Aber das Föderalismussystem hätte ja Markus Söder eigentlich seit langem ermöglicht, dass er es machen kann. Ist das falsch? Nö, er könnte es schon lange machen. Also sogar die Landräte könnten es durchsetzen. Die Landräte könnten Sachleistung statt Geldleistung durchsetzen. Allerdings ist es schwierig zu orchestrieren. Das muss auf Landesebene geregelt werden. Da gibt es zum Beispiel so ein Chipkartensystem. Das hat mir kürzlich erst der Landrat Sesselmann, der Thüringer Landrat, berichtet, Der Robert. Genau, der Robert hat es berichtet, wie das am besten aufzusetzen ist. Also wir haben da gute Ideen, wie wir das machen könnten. Wir werden da auch entsprechende Anträge in der nächsten Legislatur im Landtag stellen. Es ist einfach wichtig, dass man diese Pull-Faktoren abstellt. Und dann wird auch der Zustrom nach Deutschland wieder enden, weil die Einwanderung findet ja hauptsächlich in unsere Sozialsysteme statt. Fast 50% beziehen dann dieses sogenannte Bürgergeld, was ja eigentlich kein Bürgergeld ist, sondern eher ein Ausländergeld, weil nur 5% unserer deutschen Staatsbürger beziehen ja Bürgergeld, aber 50% der Ausländer beziehen Bürgergeld. Und das ist ein Zustand, den wir als AfD beenden wollen. Ja, und was sagen die politischen Gegner? Das ist Populismus, aber Populismus, der stimmt. Man kann es nicht anders sagen. Sie Genau. gestatten mir, bevor ich Sie noch zum eine Ihre Schlussfrage, eine Schlussfrage stelle, auch Frau Weidel hat eine Stellungnahme abgegeben. Und zwar ist Folgendes: Es fand am 23.09., das ist bekannt, war eine bevorstehender Anschlag beziehungsweise eine Gefahrenlage im höheren Segment gegeben. Und sie wurde sowohl von den Schweizer als auch von den deutschen Sicherheitsbehörden gewarnt, sie solle ihr Domizil verlassen. Sie haben es dann auch getan. Sie war vorher noch einer Fraktionssitzung, hat sie noch in Berlin teilgenommen unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Und unter diesem emotionalen Eindruck ist Frau Weidel dann mit ihrer Familie ins Ausland gereist, an einem sicheren Ort.
Der Spiegel hielt es dann für nötig zu sagen, sie macht Urlaub und Genau. hat auch hier gesagt, wo es denn sei. Man muss ja nun mal deutlich sagen, jeder Zuschauer soll sich mal überlegen, wenn sie Angst um Leib und Leben haben, um ihre Familie, um sich selber, dann ist es sicherlich legitim, den bestehenden Wohnort zu verlassen. Es heißt zum anderen, Frau Weidel würde auch an der Wahlkampfabschlussveranstaltung in Wiesbaden in Hessen teilnehmen. Ja, Anders, bitte ja. ich verstehe das sehr gut als Mutter von 4 Kindern. Ich würde auch meine Kinder aus dieser Situation rausziehen und mit ihnen woanders hinfahren. Frau Weidel hat komplett richtig gehandelt und ich finde es unsäglich, wie jetzt die deutschen Medien mit dieser Tatsache umgehen. Es ist einfach unglaublich. Aber das ist eben Teil dieser Hetzkampagne und der Verächtlichung machen von der AfD. Genau. Ja, wessen Brot ich fress, dessen Lied ich sing. Man muss ja nur Genau. mal an, wo die großen Anzeigen sind. Wir bekommen das nicht, liebe Zuschauer, und das ist auch schön, dass Sie uns unterstützen, unseren Sender mit millionenfachen Zuspruch. Nun zum Schluss, wir geben unseren Interviewgast und Ihnen gerne, sehr gerne, Frau Katrin Ebner-Steiner, das Wort als Mensch zu dem, warum sollen Sie gewählt werden, warum soll man der AfD die Stimme geben? Vielleicht nicht ganz so parteipolitisch, sondern von Mensch zu Mensch. Ja, also ich selbst bin Mutter von 4 Kindern und ich möchte, dass meine Kinder ein gutes Leben haben und dasselbe möchte ich auch für eure Kinder. Deswegen wählt am 8.10. die AfD. Wir werden alles dafür tun, dass ihr und eure Kinder ein gutes Leben in Bayern habt. Ja, ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Hab wir mich Gelegenheit gefreut. hatten, dieses Interview zu führen, und passen Sie auf sich auf. Und liebe Ja, Zuschauer, Sie bitte auch. teilen und zum Wahlgehen, zum Wählen gehen am 8. Genau. Danke. Danke. Tschüss.